Hallo Curator. Das ist doch mal meine Wahl hier. What's your strategy this time, partner? Da ich... Warte mal, wenn ich das ausstelle... Was war denn das für eine Combo? So? Kann ich... Jetzt sehe ich ja gar nicht, wer Kid ist. Weil ich diesen Anti... den Streamer-Schutz anhabe. Wie ging denn der aus? Ich dachte, das war Steuerung C. Nee, nicht Steuerung C. Steuerung C macht keinen Sinn. Rankquest wurde jetzt nicht getriggert. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Können sie aber trotzdem gleich machen. Wenn du Bock hast. Naja, Streamer-Schutz halt. Guck, du kannst meinen Battle-Tag nicht mehr lesen und keiner sieht, dass ich in dem Match bin, damit nicht mehr gestreamsniped wird. Nein. Ja, Kid, wie gesagt, das ist dieser Streamer-Schutz. Wie macht man denn den aus? Welche Taste war denn das? War doch irgendeine Taste. Steuerung B. Siehst du meinen Namen auch? Obwohl ich Streamer-Schutz anhab? Das ist ja dann irgendwie dumm. Das macht irgendwie keinen Sinn. Okay, dann zählt der Streamer-Schutz offensichtlich bei Battlegrounds nicht, weil man bei Battlegrounds nicht stream-snipen kann. Oder was ist da die Logik? Und wieder Maleficent. Und Maleficent hat gerade eben ein fucking Triple gewonnen. Uff. Ja, ist nicht so schlimm. Kriegt nur ein T2-Minion. Oh mein Gott, sie hat eine goldene Micro Machine. Ah, krass, okay. Das ist ein heftiger Start. Übel gebufft. Rough battle. Pick yourself back up and turn it around. Another satisfied. That one might make all the difference. You're doing great out there. Weißt du, keiner wirklich den Shortcut von dem Streamer Protection? Muss ich jetzt echt in den Patch Notes gucken? Your minions really pulled their weight. Geht das tatsächlich mal ein? Hi Slayer. I've got some fresh recruits for you. Boah, ist das greedy, was ich hier mache. Aufgeschissen. Steuerung Umschalt S. Kid ist also AFK. Und Kid crushed. Oh jo.
Heat is crushing. Alles klar. Weiß ich ja Bescheid. Hallo, Genny. Oh, der crusht aber auch ganz schön. Ja gut, ich war aber auch greedy, ne? Muss man ja dazu sagen. Oh, ich würde so gerne einen Bran haben. Jesus. Ich buff jetzt plus 8 plus 8. Und das ab jetzt jede Runde. Was schon? Keep up the momentum, friend. So schlechte Trades. Oh Mann. Okay, ich darf aber jetzt nichts mehr verlieren. Oh boy. Oh, it's okay. We all hit some bumps now and then. Kann sein, dass es vorbei ist. Ich meine, es ist nur der Lich King. Ich buff jetzt um plus 16, plus 16. Das kann ich niemals verlieren. Ich buff um plus 16, plus 16. Jede Runde. Ich darf nicht verlieren, ich muss Kids Werdegang noch sehen. Oh mein Gott, überlebt er? Nein, okay. Oh hier. Yeah. Ja, zu dem Token about. Oh, Kid hat von Maleficent kassiert. Maleficent hat noch nicht einmal Damage genommen. Oh Mann. Okay. Wir brauchen Platz. Das heißt, ich denke mal, es wird Zeit, dass wir den Tidehunter entfernen. Jesus Christ, das ist Bran. Jetzt buff ich nur noch um plus. Ne, nevermind. Vergesst, was ich gesagt habe. Okay, interessiert mich nicht, dass die wechseln. Oh, das tut weh. Überleben wir trotzdem. Brauchen jetzt irgendwas, was health bufft auf meinem Amalgam. Nice
Keep up the pressure. Als erstes gebe ich auf, tatsächlich dann eine Lightfang Enforcer. Jesus Christ. Ich denke, ich hau jetzt ihn hier weg. That's quite the army you're building, friend. Zum einiges realistischer. Better hire a recruit while you can. My shield for Argon. Das ist ein 71er und hat gleich 7 Attack. Das ist pretty fucking good. Vielleicht haben wir eine Chance gegen Patchwork. Vielleicht. Keep up the momentum, friend. Ist sogar ziemlich gut. Wir gewinnen. Nice. Wir machen sogar richtig Damage. Vielleicht finde ich noch eine Lightning Enforcer. Das Beste, was mir passieren könnte, wenn ich noch eine Lightning Enforcer finde. Ich spiele jetzt gegen Maleficent. Oh, Maleficent's Siegesserie wurde von einem Kid gestoppt. Nice. Ich glaube, es ist der Moment, wo ich Bran aufgebe. Die Lightning Enforcer carryen viel, viel, viel mehr, als man denkt. Stimmt! Wir treffen nicht aufeinander. Nee, ich hab dich in Turn 2 gehabt, Kid. Okay, es hat keiner Gift. Das ist ein gutes Zeichen. Warum ist Maleficent so gut? Warum war die so lange ungeschlagen? Also, wenn ich mir das Lineup angucke, wundert es mich nicht, dass Kid das klar gewonnen hat. Da warst du AFK, wie siehst du eine gute AFK gehört? Ja, wir waren in, ich habe in Runde 2 gegen dich gekämpft. Ja, kann auf jeden Fall niemals das ganze Set technisch schaffen, niemals. Oh mein Gott, kassiert sogar richtig. Könnte ich ein gutes Comeback mal schaffen. Ich wette, jetzt treffen wir aufeinander, Kid. Oh, ich krieg einen Toten. I guess that's okay. Was ist denn auf T6 jetzt noch gut? Was wäre eine wirkliche Bereicherung auf T6? Eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Better hire a recruit while
while you can. That'll do some damage. You're down a minion and up a goal. Systems online. Ja, Slayer, kannst du halt nicht ernst nehmen. Hallo, Human. Am besten fand ich auch den ersten Satz. Das erste Pokémon-Spiel für die Switch. You're doing great out there. Nein. Einfach nur nein. Stark. Actually wäre Mama Bear insane wegen dem hier, aber irgendwie dann auch nicht. So, jetzt aber treffe ich auf die Kid. Jetzt treffe ich auf die Kid. Weil immer Platz 1. Told ya. Immer Platz 1. I fucking told ya. Immer dasselbe. Ah, von Kid lasse ich mich doch dann gern besiegen. Von der Kid lasse ich mich doch dann gerne besiegen, sollte sie es schaffen. Oh, sie hat nochmal ein Triple. Kid hat nochmal ein Triple. Ich habe, by the way, kein einziges Triple. Ich war eigentlich tot und dann kommt die 5er Win Streak. Kid hat alle gecrushed. Alle. Kid muss ein übelstes Line-Up haben. Ein gigantisches Line-Up. Bin gespannt. How do I attract all these minions? Two words. Funnel Cakes. Funnel Cakes, und was mit deinen lustigen Pretzels? Ja, was will sie da groß stream snipen? Das ist schon okay. Das ist Kids Lineup. Das ist das Lineup, mit dem sie gerade alle crushed. Was? Sorry, Kid. Nice workout. Keep up the pressure. Das überrascht mich jetzt ein wenig, um ehrlich zu sein. Ja, Double Lightfang Enforcer ist eindeutig broken, ne? Wie gesagt, das ist jede Runde plus 16 plus 16 an Stats. Das ist halt echt krank.
Und es werden noch viel, viel mehr. Yeah, I guess that's good. Also, wenn ich Kit gerade, die alle zuvor zerstört hat, mit 3er Upgrades. Ich sag's nochmal. Patrick hat 4 Upgrades. Patrick hatte 4 Triple. Ich hab kein einziges Triple. Nicht ein Triple. Ja, du weißt ja, Kid, man verliert immer gegen den Gewinner am Ende. Der hat auch kein Gift, also kann ich das alleine stat-technisch nicht gewinnen, nicht verlieren. Ich kann es stat-technisch nicht verlieren. Es ist unmöglich. Irgendwer bräuchte ein komplettes Board Poisonous. Ja, die beiden Early Lightfangs waren komplett insane. Hier, du kannst bei keinem Minion mehr. Es ist alles Lightfang gebufft. Du kannst keinen Minion dir mehr angucken. Ich habe gewonnen. Der Red King hat actually gerade gegen den Ghost verloren. Und ich habe mit diesem Lineup halt jetzt einfach gewonnen, ohne gefühlt irgendwas zu machen. Ich war am Rande des Todes. Und danach kommt der Snowball-Effekt der Lightfang Enforcer. Und das ist ein Spaziergang. Komplett krank und damit. Zum ersten Mal on stream, ist mir bisher nur off stream gelungen. Back to back to back win. Ist es lecker. Ich hoffe, dieses Hearthstone-Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass gerne eine Bewertung da und schreib mir natürlich einen Kommentar zu dem Video. Vielen lieben Dank an meine eingeblendeten finanziellen Supporter. Danke, dass ihr es mir möglich macht, diese Hearthstone-Highlights neben meinen ganzen Livestreams noch zu produzieren. Wenn du dich dieser Liste anschließen möchtest, klick unter dem Video einfach mal auf den Mitglied-Werden-Button. Ihr könnt mir aber auch anderweitig helfen, zum Beispiel über meine Affiliate-Links in der Videobeschreibung, zum Beispiel bei euren Amazon-Einkäufen oder wenn ihr was auf Display bestellt oder natürlich eure Spiele bei Instant Gaming. Das hilft mir auch. Für weitere Action klickt auf jeden Fall auf den Abo-Button und drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Hier gibt es noch 2 Videos für euch. Wenn ihr die allerdings schon kennen solltet, dann klickt einfach mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da findet ihr eine Liste von all meinen über 200 Projekten. Ich denke, da wird auf jeden Fall noch was für euch dabei sein zum Gucken. Bis dahin noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Match.